Im Prinzip erleben wir hier auf der IBC die Europapremiere der Neuheiten der NAB. Das sind hauptsächlich mal der kleine AVCI-basierende Handheld-Camcorder HPX250 auf P2-Basis mit AVCI an Bord. Sowohl aber auch AVC-HD-Camcorder mit die 160 und die 130 mit zwei SD-Karten. Diese waren schon auf der NAB gezeigt worden und die werden jetzt hier in Europa vorgestellt. Und wir haben uns jetzt entschlossen, auch in Europa Studio-Kameras in den Markt einzuführen. Und die erfahren jetzt hier ihre Premiere mit der 3500. Und in den nächsten Jahren werden wir dieses Line-Up konsequent ausbauen. Bei der Studio-Kamera HC3500 handelt es sich um eine 3CCD-Kamera mit 2,2 Megapixeln und Full HD natürlich, mit 1080-50i Ausgang. Wir sehen jetzt hier unsere neuen LCD-Monitore, die also das Line-Up nach unten hin ergänzen. Wir haben hier einen neuen 21-Zoll-Monitor und einen neuen 15-Zoll-Monitor. Und diese Monitore kosten die Hälfte bzw. fast ein Drittel der jetzt im Markt befindlichen Studio-Monitore, sind von den Features reduziert, aber erfüllen voll die Spezifikationen, die man im Broadcast-Bereich benötigt. Wir möchten damit auch in dem unteren Marktsegment, wo es ja um große Stückzahlen geht, teilhaben und in den Markt eingreifen. Als weitere Neuheit auf der IBC zeigen wir hier die Erweiterung unseres Ultra-Codecs, der ja prinzipiell ein Intra-Codec ist. Aber wir haben uns entschlossen, auch für die Kunden einen Ultra-Codec zur Verfügung zu stellen, die gerne mit Long Proof of Pictures und niedrigen Datenraten arbeiten, sodass wir den Ultra-Codec entsprechend ergänzen um ein Long Proof of Pictures mit 25 und 50 Megabit Datenrate, wobei die Qualität jeweils doppelt so gut ist wie die derzeit im Markt befindlichen Systeme.